Die Dortmunder Hallenfußball-Stadtmeisterschaft wird Ihnen präsentiert von Teddy, dem 1-Euro-Discounter. Das Spiel ist angefangen. Das Endspiel um die 28. Dortmunder Stadtmeisterschaft hat begonnen. Im Finale stehen Westfalia Wickede gegen den SC Aplerbeck 09. Wickede spielt in schwarzer Spielkleidung von rechts nach links und Aplerbeck in Lila. Finale. Los geht's. Und der spielende Torwart des Westfalia Wickede, Christian Fröse, ist am Ball. Spielleiter dieser Begegnung ist der Schiedsrichterkamerad Paul Hendrik Hadrosek. Aus dem Einwurf Marco Day mit einem Lupfer überwindet er Dominik Altfeld im Tor und das fällt das 1:0 für Westfalia Wickede. Freistoß für Aplerbeck 09 nach einem Foul an Mischa Michailovic. Die Uhr ist angehalten und Schiedsrichter Paul Hennig hat Rossig ermahnt, die beiden Streithähne. Ja, Uwe, das wäre schon was Tolles, wenn Westfalia Wickede mal Stadtmeister würde. Denn sie sind es ja in den letzten 10 Jahren, waren sie nicht dabei. Ich weiß jetzt auch nicht, wann sie das letzte Mal oder ob sie überhaupt schon mal Stadtmeister geworden sind. Also, Marco Schott hat die Mannschaft eigentlich sehr gut im Griff, muss man sagen. Ja, das stimmt. Sie haben sich augenscheinlich steigern können von der Zwischenrunde bis jetzt. Und was mich am meisten überrascht ist, dass dieses Experiment mit dem spielenden Torwart so gut geht. Denn Christian Fröse ist ja, wie alle wissen, ein Feldspieler. Ja, auch im Halbfinale lag Aplerbeck ja zurück. Mal sehen, vielleicht kommen sie wieder genauso ins Spiel. Ja, Uwe, die erste Halbzeit ist halb absolviert und wir haben leider nur ein Tor gesehen bisher. Du hast es gerade schon gesagt und jetzt wird wahrscheinlich ein Tor fallen, aber nein! Das muss man normalerweise versenken. Und dann noch gegen einen Feldspieler im Tor. Aber wunderbar. Der seine Sache aber gut macht. Ja, auch eine lachende Kamerafrau. Das ganze Turnier betrachtet, Uwe, ist es ja ein sehr faires Turnier gewesen bis jetzt. Absolut. Sehr fair von allen Seiten. Die Schiedsrichter mit wenig Mühe. Auch heute nur ein paar gelbe Karten. Keine rote Karten in der Endrunde. So muss das auch sein. Ja, so ein Schuss aus der zweiten Reihe. Da haben wir heute schon das eine oder andere Tor gesehen. Ich glaube zwei, die dann eingeschlagen sind. Und ja, die
Mannschaft aus Wickede, die lauert förmlich und sucht dann die Lücke, um den Schuss abzufeuern. Gut gehalten bis jetzt aber auch der Keeper des ASC 09. Ja, das ist richtig, Uwe. Sie müssen nur darauf achten, dass Sie nicht den gleichen Fehler wie der FC Brünninghausen im Halbfinale machen, der dann zu passiv wurde. Und dann wurde der Druck irgendwann zu groß und der verdiente Ausgleich fiel. Man muss auch ein bisschen was nach vorne tun. Also, was die Maaten da für eine Stimmung hier machen, ist ja sagenhaft eigentlich. Nicht nur Martner, sondern es haben sich einige Fußballfreunde zusammengetan und da heißt es nur immer, oh, wie ist das schön. Also, es ist schon eine richtig große Fußballfamilie hier. Ja, ich glaube auch, da wird sich in der ersten Halbzeit nichts mehr tun. Aber ich bin mir sicher, der SC Aplerbeck kommt noch. Wir werden noch das eine oder andere sehen. Von beiden Mannschaften hoffe ich dann doch. In der zweiten Halbzeit, die letzten 16 Sekunden. Ob groß, ob klein, alle sind sie hier in der Westfalenhalle. Und Halbzeit 1:0 für Westfalia. Da sind die von dir angesprochenen Fans von Arminia Martin. Zusammen mit den Spielern machen sie Stimmung und auch Emma hat Spaß. Ja, und der ASC 09 Dortmund muss jetzt mehr tun in der zweiten Halbzeit. Und Westfalia wackelt, oder genauer gesagt, Westfalia wartet förmlich auf die Lücke. Es ist auch wichtig, dass man jetzt einige wichtige Sponsoren gefunden hat, wie zum Beispiel Teddy oder auch Kronen, AOK, Volksbank. Das sind so große Unternehmen, die natürlich auch dazu beitragen, dass diese Veranstaltung überhaupt hier in der Westfalenhalle stattfinden kann. Und natürlich, ich habe vorhin schon gesagt, dass also die Westfalenhalle daran sehr interessiert ist, auch was für den Amateursport zu tun. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass diese Sponsoren, denke ich mal, werden sie auch von profitieren. Und ich hoffe, dass diese Veranstaltung zu einem festen Bestandteil in der Westfalenhalle wird. Und wir schauen zur Uhr, knapp 6 Minuten noch zu spielen. Und die werden überhaupt nicht heiser, die Fans hier von Arminia hinter uns. Und da ist der Ball drin. War es die 11 oder war es die 9? Wir die 9. sagen einfach, Uwe, beide haben das Tor gemacht. Das war natürlich. Vor einigen Wochen hat der Aplerbeck verlassen und ist nach Wickede gegangen und macht jetzt gegen seine alte Mannschaft, wenn auch ein bisschen glücklich, das aber doch verdient, das 2:0. Denn bisher hat Aplerbeck noch kein Mittel gefunden, um die Westfalia aus Wickede zu knacken. Ja, und Westfalia macht jetzt, glaube ich, doch mehr Druck. Und die Aplerbecker haben jetzt ihren Keeper gewechselt. Wenn ich das richtig sehe, müsste das Oliver Adler sein, der Stürmer, der da im Tor steht. Ach, der Ball ist der nicht drin. Das war aber knapp. Dann wäre alles klar gewesen. 5 Minuten vor Schluss. So ist es, Uwe. Jetzt ist noch alles offen. Jetzt kriegen sie den dritten rein. Ja, Aplerbeck macht natürlich jetzt ganz klar auf. Geht ja nicht anders. Entweder oder spielt man jetzt. Und da bieten sich natürlich die Möglichkeiten jetzt auch für Westfalia. Vorher abgepfiffen.
Und wir schauen zur Uhr. Knapp 4 Minuten sind jetzt noch zu spielen. Knapp 4 Minuten und 11 Sekunden jetzt noch zu spielen. Oh, wenn der runterkommt, da ist Schnee drauf, glaube ich. Auf den Oberrang. Der Ball ist drin. Und kein Tor. Schiedsrichter gibt den Treffer nicht. Ganz klar, den Torwart behindert. Es dauert alles viel zu lange von Abla Becker Seite. Klasse gehalten und jetzt die Riesenmöglichkeit. Ja, da muss man doch mehr rausmachen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, so wie Wicke das spielt, so stelle ich mir Hallenfußball vor. Aggressiv. Jeder hilft dem anderen. Jeder will an den Ball. Und jetzt könnte Westfalia alles... Ach, da muss man noch mehr rausmachen. 2,5 Minuten noch. Zwei Minuten noch zu spielen und es sieht nicht so aus, als wenn die Westfalia aus Wickede noch in Gefahr geraten könnte. Zu sicher stehen sie hinten und vereiteln wirklich alles, was auch Abla Becker anzettelt. Super gesehen von Paul-Henrik Adrosek. Schöne Schwalbe, dafür gibt es die Belohnung, ein gelbes Kärtchen. Ja, und da sieht man den verletzten Keeper von Westfalia. 1,38 noch. Und der Ball ist drin, das war's! Das war die Entscheidung. 3:0 für Westfalia Wickede. Und noch 45 Sekunden. Und Ablabeck mit der Nummer 7 Rafikale erfolgreich. Verkürzt nochmal zum 1:3. Aber Uwe, ich denke, das Spiel ist entschieden. Und da möchte ich mal etwas loswerden, was mir ganz wichtig ist. Vielen Dank an unser Team. Die haben ja an 3 Tagen einen Top-Job gemacht. Ob im Ü-Wagen oder an der Kamera oder wo auch immer. Leute, vielen Dank. Es macht Spaß, mit euch zu arbeiten. Und die letzten 10 Sekunden. Und wir gratulieren herzlich den neuen Hallenfußball-Stadtmeisterschaft 2012 BV Westfalia Wickede. Ich auch nicht. Aber verdient. So was haben wir lange nicht gesehen. Verdient. Marco Schott, herzlichen Glückwunsch als Stadtmeister 2012. Ja, vielen Dank. Ich bin gerade noch überwältigt. Es ist noch nie da gewesen, das Gefühl für uns. Also das ist überragend. Super. Komm, ganz, ganz großes Kompliment natürlich auch. Mit einem geiles Turnier, geiles Finale. Ja, ich denke, die beste Mannschaft wirklich in der Endrunde hat das Turnier wirklich auch verdient gewonnen. Ablabeck war ein starker Gegner. Aber ich glaube, ihr wart doch wirklich den Ticken stärker und habt auch verdient gewonnen. Ja, wie gesagt, also ich denke, über die 2 Tage sind wir als Kollektiv unbesiegbar aufgetreten, haben mit Christian Fröse einen super Glücksgriff getan. Wir haben rausgespielt, wir haben kaum Tore zugelassen, kaum Chancen zugelassen. Ja, Alex hat tolle Arbeit geleistet. Ich möchte euch auch nicht länger aufhalten. Viel Spaß beim Feiern. Dankeschön. Und Dank. Viel Erfolg noch. Dankeschön. Wir haben einen Limburg. Limburg.